And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword: The Shadow of the Templars. We have come a long way to get this far. We walked a long, winded and sometimes very dangerous path. Indeed, on multiple occasions, the only things that stood between us and death were luck, wit, decisive action and, to be honest, the ability to reload. Our journey was driven forward by the desire to know. The basic human desire for meaning in a world that is objective, amoral, and determined only by physical laws. A world that doesn't seem to care for or even acknowledge the existence of its inhabitants and subjects them to painful experience with no warning or reason whatsoever. We navigated this path by unraveling bit by bit, a thread that spans through history and across places, a thread that ties together the fate of an organization and the fate of individuals, exemplified most drastically by the fate of Don Carlos and the missing children of the De Vasconcellos, uncovering their final resting places from obscurity, finally brought peace to a family after centuries of uncertainty and finally brought peace to an old widow and a new place and a new will to live. All of this began with an American tourist that simply wanted to spend a nice vacation in Paris, that had just survived a bomb blast, asking one simple question. Why? Why did this happen to me? Will we find out the answer today? Or have we found it already? Perhaps we will never actually know the answer, because ultimately such questions cannot be answered. Or perhaps the answer is accessible to us only in a way that transcends verbal thought and thus requires us to undergo an inner transformation first before the answer can be known. Postponing these problems and our initial question, today we will at least answer one question. What or who is the Sword of Baphomet? So, let's do this. Let's end this. Here and now, in the Church of St. Ninians in Scotland. Beim Anblick der flackernden Fackeln wird mir klar, dass die falschen Templer das Schwert vor uns gefunden haben. Aber wo sind sie jetzt und warum ist es hier so still? Let us search the surroundings. Es ist definitiv Schwarzpulver, auch wenn es in den Jahrhunderten, die es hier gelegen hat, fest zusammengebacken ist. Yeah, some torches. Nein, George! Was? Lass die Fackel dort, wo sie ist. Falls du es nicht bemerkt haben solltest, die Höhle ist voller Schießpulver. Na und? Vertraust du mir nicht? Das ist keine Frage des Vertrauens. Nein? Du glaubst wohl, ich bin ein Blödmann, oder? Sei nicht dumm, George, und sei leise. Ich habe etwas gehört. Sowas wie Gesänge. And even at this very tense moment of the game, it still does not lose its humor. Nico? We can actually ask her things. Sieht so aus, als wären die Templer vor uns da gewesen. Vielleicht sind wir noch nicht zu spät dran. Es gibt noch eine Chance. Ich wünschte, ich hätte deinen Optimismus. Das wünschte ich auch, George. Manchmal bist du so negativ. Oh, I understand this actually. Okay. Hör mal, ich kann definitiv sowas wie Gesänge hören. Stimmt, jetzt höre ich es auch. Glaubst du, was tun die da? Es würde mich nicht überraschen, wenn die so eine Art satanisches Sexritual abhielten. Hey, worauf warten wir dann noch?
Jetzt schau dir das bloß an. Baphomet, Lobineau hatte recht. Dieser Ort war sogar für die Tempelritter schon uralt. Dieser ganze Ort. Das ist Baphomet. Endlich die Wahrheit. Die Templer hatten nie dieses Abbild verehrt, wie sie auch nie einen Regenbogen verehren würden. Aber ebenso wie den Regenbogen betrachteten sie es als ein Sinnbild ihres Bundes mit Gott, der ihnen diesen Ort offenbart hatte. Rousseau, Sie elender, verräterischer... Ganz im Gegenteil. Inspektor Rousseau hat sich als Muster an Gehorsam erwiesen. Eine wichtige Eigenschaft für einen echten Tempelritter. Nun seid still und schaut zu, wenn euch am Leben zu bleiben genehm ist. Brüder und Schwestern, wir sind heute hier versammelt, um Zeuge zu werden, wie das Schwert, das zerbrochen war, neu geschmiedet wird. Hier vor Gottes Wache. Baphomet. Großmeister und Ritter von Baphomet, wir grüßen dich und geloben dir unseren Gehorsam. Ich grüße euch, Torwächter des Tempels. Vor 7 Jahrhunderten ging unsere stärkste Waffe verloren, das Schwert von Baphomet. Nun bereiten wir uns darauf vor, es neu zu schmieden, um es erneut singen zu lassen, wider unsere Feinde. Wenn das müde Jahrtausend stirbt und diese Welt nach neuen Anführern sucht, werden wir sie nicht im Stich lassen. Wir werden die Völker in eine neue Ordnung führen, in der alle Grenzen sich auflösen. Alle werden vereint sein unter dem roten Malteserkreuz der Templer. George, mit Respekt haben wir Ihre Anstrengungen verfolgt, uns aufzuhalten. Aber Sie sehen doch jetzt sicher ein, dass Sie von unseren Feinden in die Irre geführt worden sind, oder? Wir wollen beide eine bessere Welt. Zum Glück ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Wir können entschlossene, einfallsreiche Männer wie Sie brauchen. Werden Sie einer von uns, George? Treten Sie uns in wahrer Bruderschaft bei. Klar, wahre was? Brüder? So wie Marquet? So wie Pegram und Klausner? Die haben Sie nicht als Brüder betrachtet, sondern als Versager. 3 Männer sind tot und Ihnen ist das scheißegal. George, Sie wissen doch, dass Opfer nötig sind. Jedes große Unterfangen... Einer von Ihnen werden? Fahren Sie zur Hölle!
Ach, George, ich hatte so große Pläne mit ihnen. Schellagerre, Eklund, töten Sie ihn. Ich schwöre es. Ich wollte nur, dass alles in Ordnung kommt. Schnappt sie euch! Tötet sie! Sie werden uns nicht entkommen! Oh, shit. So, so. Na, wenn das nicht der große Detektiv und seine bezaubernde Assistentin sind. Es wird mir ein Vergnügen sein, ein so nettes Pärchen umzubringen. George, was sollen wir tun? Burn this whole place down. Komm schon, Nico, wir hauen ab. Ihr Narren, ihr könnt uns nicht entkommen. Guido, halt sie auf! Aber Meister, das Pulver! Das Pulver stammt noch aus dem Bürgerkrieg, und zwar aus dem Englischen, du Idiot! Es ist über 300 Jahre alt. Was glaubst du, wie explosiv das noch ist? Ich dachte gerade, jetzt sei alles vorbei, aber Nico hat noch ein Ass im Ärmel. Oder genau gesagt, in ihrer Handtasche. Eine Handtasche voller Plastiksprengstoff. Kann sein, aber dieses Zeug hier ist noch ganz frisch. Oh, Himmel! Weißt du, jetzt kannst du deine Geschichte nie fertig schreiben. Ist mir egal. Ich habe schon, was ich wollte. Hä? Sag mir nur eins, George. Wird unser gemeinsames Leben immer so verrückt sein? And this was it, folks. This was Broken Sword, The Shadow of the Templars. And in the end, we sort of came full circle. In the sense that the game started with an explosion and ended in a big explosion. There are still many open questions. For instance, it is not clear whether the Sword of Baphomet was actually successfully reforged. And yeah, whether there are still maybe people associated to this Neo-Templar organization. And of course they made, I think, now in total 4 sequels, though there are 5 games. And perhaps we will someday play the remaining games. I only played the second one out of the series, apart from the first one. And the second one wasn't that great, unfortunately. Perhaps simply because it has a very different setting. It's set in some South American jungle. But this game, overall, is one of my favorite games of all times, and certainly one of my favorite adventure games of all times.
It stands out from many other great games like the Monkey Island series. Due to the fact that it has a very mature writing, well, maybe not as mature as in the Gabriel Knight series, but what it may be lacking in this department, it certainly makes up with the wonderful humor throughout the game. It just, they keep a wonderful tone throughout the game, and the characters, they are very, well, most of the characters, they are very much like people, yeah, you could meet in real life. They are very, they feel very real, and they have a recognizable personality to them. Most of the people in the game, I could name from memory. There was this worker with the worker near the Café de la Rondelle Verte, who gave you the pickaxe. There was, of course, the military guy, which gave you the telephone number of the tailor. There was, of course, Ulta, the taxi driver, and the guy with the kebab vendor who tries to kill you. Other memorable characters include the guy with the who is in love with his cleaning machine with Mr. Shiny. Then there is the widow of the De Vasconcellos and her gardener. Those are all very memorable characters. And of course, I forgot to mention the English lady who helps you in the hotel, and the little bit flamboyant clerk. All of these are very memorable characters. Something you can't say of every adventure game, I think. So overall, yeah, this is just one of my favorite games of all times, and I liked playing this game. And perhaps, as I said, I will play the sequels, but this will remain to be seen. So I hope that you liked this Let's Play. I know that it was a bit idiosyncratic, and maybe I put too much strain on you, the viewer, for playing this not with the German, with the English, original English voice acting, but with the German dubbing. But simply for the reason of the nostalgia, and with the fact that the German speakers are so ingrained in my memory, I just had to play the German version. So I would like to apologize if this was a bit strenuous at times, especially when the subtitles were hard to read, like in the very end here. They used sometimes some hard to read color for the subtitles, but yeah, it is what it is, and I hope you liked it for what it is. So, until next time, folks, until then.